Ja, also wir sprechen in Deutschland derzeit von einer etwas schwierigen Situation. Wirtschaftliche Art, leichte Stagnation, viele große Herausforderungen, aber die haben wir in ganz Europa. Aber große Herausforderungen bieten immer große Chancen. Und Chancen gibt es natürlich bei allem, was wir heute brauchen, bei der Umsetzung der Energiewende. Das heißt Optimierung, Automatisierung, Digitalisierung, Umstieg auf neue Technologien. Das alles, und das bietet die österreichische, aber ganz besonders auch die Salzburger Wirtschaft, das wird nachgefragt, das wird am deutschen Markt nachgefragt, und da kann man sicher sehr viel machen. Ja, für Comment ist nach wie vor Deutschland der größte Markt, obwohl wir in vielen anderen Ländern präsent sind, also auch in Übersee in den USA. Aber die USA haben es nach wie vor noch nicht geschafft, Deutschland zu überholen. Das heißt also, und es ist eigentlich immer wieder ein Wunder, was in Deutschland immer wieder geht. Das sind jedes Jahr Wachstumsraten von 5, 8, 10%. Ich glaube, es ist sehr wichtig, als junger Unternehmer auch über die Grenzen von Österreichs hinauszuschauen. Wir vernetzen uns heute hier mit europäischen Wirtschaftsdelegierten. Die Kammer hat sehr tolle Programme wie das Go International Programm, wo man auch international Support und Unterstützung bekommt. Und ich glaube, das ist für die jungen Unternehmer vor allem wichtig, um sich nicht nur auf Österreich zu beschränken.